So, hallo meine lieben Magitex-Fans. Ich stelle kurz meine Kamera ein bisschen anders hin. Genau so passt jetzt. Ich habe heute mal wieder ein Video für euch. Kein Update oder so. Nein. Ihr seht jetzt hier wahrscheinlich Star Wars-Karten. Hättet euch gefreut, aber sind leer. War mein letztes Video. Nein, ich habe gerade nur die Sachen weggeräumt. Nicht um euch zu ärgern, sondern einfach um ein bisschen Ordnung hier zu schaffen. Und ich sehe gerade, dass das nicht klappt. Und jetzt tue ich es wieder so hin. Ich mache heute mal ein Video. Und zwar habe ich schon voll Lust drauf, dass ihr auf meinen Kanal kommen sollt. Es ist ganz einfach. Geht auf YouTube. Das wisst ihr wahrscheinlich, wie das geht. Und dann gebt ihr einfach Ben Masterful 2 ein. Dann kommen schon Videos von mir und ich sag euch, es ist eins dabei, das ist echt beschissen. Zwei sind richtig beschissen. Aber eins ist einfach richtig cool. Und das war das Star Wars Video für Star Wars Fans. Sie haben ja gesagt, dass in solchen Tüten, wo Mace Windu und Count Dooku drauf sind, meistens Anleitungen dabei sind. Ich hatte drei solche, aber es war keine einzige Anleitung dabei. Dann habe ich mich natürlich sehr verarscht gefühlt, weil bei manchen waren in jedem Päckchen Anleitungen dabei und ich hatte halt noch keine. Aber dann habe ich mir gedacht, na gut, ich mache eh noch mehr Videos. Ja, und ich kann aber nur mehr Videos machen, wenn ihr mir die Daumen schön hochdrückt. Ich habe jetzt schon einen Daumen minus, also nach unten. Finde ich traurig und scheiße. Ganz ehrlich gesagt, scheiße finde ich das. Ich habe für euch, also ich war vorhin, geht auf YouTube und gebt Ben Masterful 2 ein. Dann kommen ein paar von mir Videos. Ich hoffe, ihr macht das. Ich bin ein Riesenfan von Ben Masterful, deswegen auch Ben Masterful 2 ist einfach an YouTube. Ich bin ein YouTube-Fan von ihnen einfach und mache dann selber auch solche verrückten Sachen. Ja, letztes. Also, er hat mal ein Video von der alten Magitex-Box reingestellt. Und zwar von dieser Magitex-Box. Das Video fand ich echt cool. Ich habe ihn auch schon abonniert. Ich will ihm immer schreiben. Habe ich jetzt auch getan, dass ich ein Fan von ihm bin. Und deswegen heiße ich auch Ben Master von 2. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich bin generell ein Fußballfan und Star Wars-Fan. Und deswegen, ich muss hier mal meine Karten anders deponieren, hier. Und deswegen habe ich auch heute ein kleines, so ähnliches Video. Nein, es hat keine Ähnlichkeit mit Ben Masterful einfach. Ich mag ihn einfach sehr gerne und dazu gibt es jetzt nichts zu sagen. Jetzt Ende mit Ben Masterful. Ben Masterful 2 ist jetzt nämlich an der Reihe und das bin ich. Ich habe letztens ja diese Packs ausgepackt und dabei waren ein paar sehr gute Karten. Und zwar hier einmal. Na, no, jetzt geht's wieder nicht. Und zwar war hier einmal C3PO in Starcard. Abwehr 61, Angriff 24. Dann habe ich Barbarus Ophé. Starcard. Abwehr 71, Angriff 76. Jetzt spinnt's wieder ein bisschen mein Handy. Genau. Dann Aya Sekura, glaube ich mal, Starcard. Abwehr 76, Angriff 71. Und dann hatte ich zwei einfach göttliche Züge, aber die kommen dann erst nach dieser Karte. R2D2, Starcard, Angriff, Abwehr 63, Angriff 50. Und jetzt kommt ein göttlicher Zug. R2D2 in. Oh, das sieht man jetzt hier gar nicht, merke ich gerade. Man kann den Namen nicht gescheit lesen. Ich hoffe, ihr seht ihn jetzt ein bisschen. Ah, jetzt. R2D2, Forcemeister, Abwehr 66, Angriff 54. Ja, ist einfach geil, der Zug gewesen. Und dann ebenfalls noch Count Dooku. Abwehr 85, Angriff 86. Und ja, ich sammle diese Sammlung, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich sie sammeln soll oder nicht. Wenn jemand selber sammelt,
dann würde ich mit ihm gern tauschen. Und zwar sind die ganzen Karten zum Tausch bereit. Ich habe sie nicht doppelt, ich tausche sie einfach. Ich habe auch in meinem Video den aus Lego gebauten, wie heißt der jetzt? Kanonenbomber, irgendwie so. Ich suche kurz die Karte. Ich unterhalte euch zwischendrin einfach ein bisschen. Ich hab's. Republikanisches Kanonenboot. Das habe ich auch in Lego gezeigt, aber dazu müsst ihr euch das Video angucken. Dann habe ich noch einen Galzug gemacht, und zwar Anakin Skywalker und gleich Karte Nummer 1 gezogen somit. Darth Maul habe ich auch gezogen, Karte 60. Ich glaube, ich kaufe mir das Starter-Pack, ich weiß es noch nicht. Ja, und da ich es noch nicht weiß, kann ich mir nicht sicher sein und bin ich mir auch nicht sicher. Ich freue mich immer wieder auf, dass die Daumen hoch kommen. Ich hoffe, ihr findet nicht, dass ich bei Masterful fake. Ich mag ihn einfach sehr gerne. Das könnt ihr bestimmt verstehen. Ihr mögt ihn bestimmt auch gerne. Hier nochmal meine vier Star-Karten und zwei Force-Meister. Und dann, ja, nächstes Mal gibt es ein Magitex-Video. Ich hoffe, dass euch dann das dann gefallen wird, so ein bisschen. Und ja, das war's heute wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war nice. Ben Masterful. Ich hatte auch einen Namen, Nice Shoe. Der Nice Shoes, genau. Aber der ist nicht so gut angekommen einfach. Und dann habe ich einen anderen gewählt. Und das war dann einfach besser. Und das war mein Abschlusswort jetzt. Und mein anderer Name ist natürlich Ben Masterful 2. Ist natürlich klar. Das war mein Abschlusswort jetzt. Ich lege noch kurz meine Startkarten hier hin, dass ihr schön alles seht. Mein Abschlusswort war das jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.